Lauf zu Edeka und kauf dir Tiramisu. Edeka macht in 6 Minuten zu. Ja. Ja, dann nicht zufällig. Lauf schnell, Junge. Dann lauf schnell. Ich hab doch gesagt, nicht zufällig. Achso, jetzt schon. Ja. Ach. Ich kann ja auch schnell. Muss ich mal üben. Aber ist doch Haus. Ist doch alles gut. Sehr schnell rechnen kann ich. Lauf zu Edeka, in einer Stunde schaffst du das nur? Die machen um 9 zu. Ach ja. Dann musst du zu Netto. Dann geh doch zu Netto. Dann geh doch zu Netto. Ja, dann geh doch. Ja, los. Dann geh doch. Oh, jemand hat die Glotze angelassen. Zell, hast du gehört, wie am Donnerstag gestorben ist? So ein altes, zerfallenes, verlassenes Haus, aber hier so ein Flachbildschirm. Ja. Anders. Schöner Flitscreen. So, Flo, was wolltest du gerade? Donnerstag, hast du gehört, wer da verstorben ist? Viele Leute? Toni Marshall, Junge. Oh. 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 Wie wir einen Toni Marshall-Abend machen. Ich wurde rausgetragen. Ja, oh. Du bist wegtragbar. Das ist, glaube ich, hier hinten. So, geil, das Gespenst irritieren, wie auch immer, Foto vom Geisterangriff machen. Ach, ne, kein Bock. Geister auf Video aufnehmen, oh, das können wir machen. Können wir jetzt eine andere Videokamera kaufen? Mit Bewegungssensor. Oh, ich habe ja die Kohlen. Zack. So, warum das nötig sein soll. Müssen wir hier auch einen Spiegel finden oder so? Oh. Ja, immer. Also, ich weiß nicht, ob es immer einen gibt. Also, die Mission haben wir auf jeden Fall nicht, eins reinzubringen. Ich glaube, EMF hat gerade 3 angezeigt. Also, gelb. EMF 3, ja. War aber die Lizenz zu faul für selbst Tiramisu machen? Tja, so wird das nichts. Traurig. Wie stellst du dir das in Zukunft vor, Vaneta? Ey, ich raff das nicht, wie das mit dem Radio funktionieren soll. Irgendwann hörst du was, oder auch nicht, wenn nicht. Entweder hörst du ein Kichern oder ein Weinen. Hier ist auf jeden Fall. Kann auch sein, wenn einer weint, dass ich das bin. Nee, du kannst keine Bücher schweben lassen, glaube ich. Nee, das nicht. Nicht kichern oder weinen, knurren oder weinen, so wird das. Kichern oder weinen. Ja, so macht der Geist, wenn er kommt. Er kommt um die Ecke und sagt, hallo. Da hätte ich mehr Angst vor. Oh oh. Sterbe ich gerade? Ich hab das Kreuz. Du kannst mir nix. Hört mich. Ja, ich hab auch das Kreuz. Kriegt er dich weg? Bin tot. Sehr gut. Haha. Ich bin auch tot. Nee, was? Weg. Was? Blutz oder so? Er hat mich nur einmal durchs Haus getragen. Ich bin dir gefolgt. War ein schöner Abend. Alter, eieiei, wenn du hier eine Lampe machst und die ist kaputt, das knallt ja richtig. Oh. Wie meinst du das, woran gehöre ich denn eigentlich nicht jemand anderem? Ja? Denkst du, der akzeptiert das? Allgemein, wie stellst du dir das vor, Vaneta? Zu faul zum Tiramisu machen? Du hast zwar schon mitbekommen, dass du eine Frau bist, ne? 500 bis 1000 Teilchen. Okay. Wie in dem Video gestern, Zen. So, ab in die Küche. Ja. Das ist auch mal eins gesehen. Hat mir eigentlich Thermometer schon was gemessen? Ja, bin ich immer wieder nicht bei Messen gewesen. Habe ich aber noch nichts gefunden. Was war EMF? 3. 3. Ich hab noch gar nichts eingetragen. Thermometer hatten wir noch nicht, ne? Nee, bin ich jetzt dabei. Hä, hey, wo sind denn die anderen Sachen? Fußspuren, Notizblock? Hatten wir nicht noch diese Puppe und diesen Notizblock, ja? Liegt alles im Gang, im Eingang direkt. Oh, oh, oh. Hab ich alles eingebracht. Oh. Bin nur leider nichts, was umgelöst. Was will ich da machen? Man kann gar nicht richtig rennen, wenn der kommt, ne? Oh. Sorry. Anscheinend kann ich auch Lichter machen, das kann man machen. Ach, du warst. Wow!
Weiche Geist! Weiche Geist! Okay, es hat funktioniert mit dem Kreuz. Minorikal, ich mach das, was ich es will. Es waren gerade so 0 Grad, minus 1. Oh, er hat auf den Notizblock gekritzelt. Was hat er dann? Einfach nur Kritzel? Gekritzelt, ja. Ja. Kritzel, Leute, das ist das Kind. Wenn das mit dem EMF passt. Okay. Das Leben ist kein das Radio liegen. Das liegt schon. Also minus 5 plus 5 bei Thermometer. Nee, kann ja gar nicht sein. Zumindest, dass ich es hier am Eingang hingeschmissen habe, aber irgendwie ist es weg. Nee, kann nicht sein, nur EMF passt nicht. Nee, kann so oder so nicht sein mit dem Thermometer. Aber das war ja gerade, wo er hier vorne war, weißt du? Thermometer, ja? Ja, ja. Wieso, was hast du gemessen? Minus 1. Rektal oder? Ja, also entweder EMF oder Thermometer passt nicht. Dann EMF wahrscheinlich. War gerade schon wieder 0 minus. Oh, jetzt sagt er 5 an und Red 3. Ah. Okay, ah, okay, also okay. Thermometer minus 5 plus 5. Die Dunkelheit, das passt auch zum Aussehen vom Geist. Ja, also die Dunkelheit, alles klar, Red 3. Bootsporn hat da glaube ich keine dann. Der fliegt ja, aber das ist glaube ich irrelevant. Ah ne, Blutflecken, okay, das passt sogar. Weil ich hatte auch vorhin auch einen Fleck gesehen. Partikelzähler brauchen wir vielleicht noch. Haben wir schon. 500 bis 1000. Okay, Senior oder alt? Bei der, beim, nee, nee, ich, oder ich pass drauf auf. Ich achte drauf. Okay, Fußspuren. Blutflecken, aber ist die egal. Ist egal, was ich tue. Was ist denn hier von Eggy? Wollt ihr rausgehen? Das ist der Jagdgott. Also. Ja. Okay, aufgehört. Nein, das. Dieses. Wenn, das so, wenn man so langsam geht, heißt tot. Das, er fängt an mit der Jagd. Und sobald man sich wieder bewegen kann, rennt er los sozusagen. Also. Das heißt nicht, dass er dann aufhört. Aber wenn es aufhört zu flackern, das Licht, dann hat er aufgehört, oder nicht? Nein, dann fängt er an. Oh ja. Deswegen ist Flo jetzt auch tot. Ich rezen einfach 20 nee, Mal. Hat mich. Achso, Flo ist tot? Ich bin tot, ja, er hat gerade Flo gekillt. Wenn das so flackert, dann heißt das, okay, die Jagd beginnt gleich. Dann müsst ihr schnell, nachdem ihr euch wieder bewegt, losrennen. Immer versteht kein Wort. Wow, Papistengeist. Die liegt am Eingang. Ach da. Oh, hier ist das Radio. Radio. Mein Radio. Jetzt muss ich den Eingang. Ah, hier ist der Eingang. Da hat gerade irgendwas gepiekt. Ja, ja, schon wieder, oder? Nee. Aber ja, Ouija-Board und Puppe fasst da nicht an. Ist auch ein Hinweis. Ja? Ja. Oh nee, Ouija-Board muss was sein. Voodoo-Puppe kann keine Interaktion sein, ja. Junge, deine Titten pumpen sich auf, Alter. Das sieht aus, als hätten die sich aufpumpen. Das ist ja so verrückt. Und jetzt fängt er zu jagen. Aber ihr seid draußen, also alles gut. Und ich habe auch ein Kreuz. Ich habe auch ein Kreuz. Du musst es dann auch in der Hand halten. Ja, ich weiß, ich weiß. Amy hört sich an, als wenn sie in der Kirche sitzt. Sonst wäre ich schon tot. Wer war das? Der hat die Puppe geschmissen. Ja? Hat er? Ja, die Puppe wurde weggeschmissen. Oh ja, okay. Die Puppe, das heißt, gequält. Jetzt brauchen wir nur was für Ouija-Brett. Mach was, los. Beweg das Ouija-Board. Wobei, wir können aber ausprobieren, ja, zwei Versuche. Drei Versuche. Achso. Also entweder alt oder Senior, ne? Entweder alt oder Senior. Ich mach mal erstmal. Ach, kannst alt. Du das auch machen? Alt. Gab's also, eigentlich auch temperaturtechnisch was? Ja, ja. Was denn? Hä? Achso, eh. Mir ist 5 plus 5, aber ist egal, wir brauchen das nicht alle eintragen. Das ist nicht wie bei Phasmo. Achso, oh, ich verstehe kein Wort, ne? Das hört sich so furchtbar an. Also, der mute uns doch. Alt gequält, okay. Aber immer nur, wenn ich tot bin. Das war falsch, das war okay. Falsch. Also, Dunkelheit Senior. Okay. Du geh doch mal in die Einstellung bei Sprachchat und mach alle auf Stumm. Das hab ich gar nicht verstanden, weil er gerade kam. Sprachchat, und das einfach alle auf Stumm machen. Wo so sehe ich jetzt eigentlich? Ihr seid alle auf Stumm. 5 Lichter einschalten, so. Zauberbuch, alle Lichter ausschalten, vernichtendes Licht, das Gespenst fangen. So, Chris,
viel Spaß bei deiner goldenen Bombe. Materialisiere den Geist, was ist das? Das weiß ich, du gehörst zu allen, Vanita. Das haben wir gerade gemacht. Abfassung des Gespenstes, das müssen wir jetzt machen. Ja, materialisiert ist er. Das hat man ja gerade, ist ja, wenn man das da eingibt. Lass mal die goldene Bombe draufknallen. Zeig dich. Danach 5 Lichter einschalten. Strobopop, Strobopop. Sehr gut. Jetzt 5 Lichter. Ja, weil er jetzt materialisiert ist. 1. Am Anfang sehen sie alle gleich aus. 2. Ich kann das auch machen. 3. Nein, doch nicht 3. Dann haben wir 3. 4. Ging nicht. Achso, nee, es ging glaube ich auch nicht. Oh, hier war er gerade. Warum geht das nicht? Du chillst ja schön da. Okay, 4 glaube ich. Hm? Ich brauche nicht 10, der zeigt an, wer wir haben jetzt. Ah, okay. So, Zauberbuch. Einfach in den Eingang werfen, gucken, dass er kommt. Okay. Fuck, jetzt bin ich in den Keller gelaufen. Zauberbuch. Natürlich, Klassiker. Immer als Keller gelaufen. Das Wochenende. War einfach. Oh nee, man muss doch auf ihn werfen, glaube ich, oder? Komm, oder muss er nicht irgendwie nachlassen? Nee, liegt da. Geht da ab, muss durchlaufen, oder nicht? Ja, ich glaube, er muss durchlaufen, ja. Was ist denn vernichtendes Licht? Da steht er da rechts neben der Bombe, wenn du reinkommst, gleich rechts. Also neben der Endbombe. Neben der Endbombe? Ja, die, mit der man am Ende immer ein Ende fängt, wenn du reinkommst, rechts. Achso, okay. Und da rechts daneben. Aber erstmal müssen wir alle Lichter ausschalten. Er ist aber das Zauberbuch, dick, ja. Florian, er wollte mich. Zeig dich! Ich verkuppel dich mit allen. Kleine Muschi, da kommt er. Mach! Wo ist der? Warum läuft der nicht durch? Weiß ich nicht. Oh. Jetzt. Ja. Toll. Das jetzt, oder? Nee, ist nicht richtig reingelaufen. Nur drauf vorbei. Also kam in die Nähe anscheinend. Zeig dich, Geist. Frischfleisch. Frischfleisch. Ich glaube nicht, dass die Geister Fleisch essen. Ein Vegetarier. Oh, bin ich tot? Oh, das Buch. Oder das Buch? Ah, es hat funktioniert. Okay. So, Licht ausmachen. Flo, kannst du auch machen. Licht ausmachen. Oh, sind aus. Okay, perfekt. So, verlegt das Licht. Und danach die Bombe, ne? Die große. Ja. Okay, ich hab das vernichtet. Ach, das muss man irgendwie hinstellen oder so, ne? Ja, genau. Das ist. Brauchst du auch nur einmal hinpacken und dann muss er reinlaufen. Okay. Und ich hab die große Bombe. Komm her, mach dich vernichten, Geist. Ah, jetzt macht er auch mal beim Radio Geräusche. Jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Nö. Ja. Ah, doch, hier steht. Während wir raus sind, können Sie dem Gespenst ein paar Phrasen sagen. Verwenden Sie sie klug. Einige können zu den schrecklichen Folgen führen. Man kann sagen, Ghost, can you talk? Give us a sign. We are friends. I am friendly. We will catch you. I catch you. Leave a note. I catch you. Ghost, take a voodoo doll. Ghost, tell about yourself. Ghost, show yourself. Also, das geht anscheinend. Alkohol, Vanita, Alkohol. Muschi. Muschi. Ja klar, den Krampus hätte ich auch mal gern.
Nonne, Poltergeist, Marionette. Aber Vanita, ich muss dir nachher noch was erzählen. Ja, dann müssen wir den Schwierigkeitsgrad hoch. War der da gerade bei dir, Flo? Nee. Achso. Zeig ihm so aus, der ist mitgelaufen. Sind wir keine Stufe 2? Ja, müssen wir gleich mal so spielen, dass wir Rang 2 machen können. Mal Rang 2 Geist kriegen. Also der Traumverschlinger sieht heftig aus. Er? Komm runter. Komm runter. Oh, guck mal in die Enzyklopädie. Was? Drück mal Tab und geh mal auf die Enzyklopädie. Ja. Da kannst du mal die Geister durchklicken. Wie die aussehen. Komm doch runter, Junge. Der Barbadog ist cool. Das Kind sieht ja geil aus. Ja. Alter, mit Gaspar. Am geilsten, der Traumverschlinger ist am geilsten. Der Kampak auf uns. Oder halt Krampus. Die Betrunkene, Ertrunkene. Ja, das ist ja die vom Haupt vom Screen. Das Licht war noch nicht, wa? Ja, warte, jetzt kommt er erst wieder. Doch, ist er jetzt rüber. Das Kind finde ich am geilsten. So, jetzt muss er nochmal kommen. Nimm mal das Licht weg. Nicht, dass das Licht ihn dann nochmal triggert. Und dann leuchte mir mal rein. Ah, da. Also, hallo? Also. Der hat Rückenschmerzen, glaube ich. Ja. So wie der geht. Junge, heißt du Rückgehen? Du hast deine Augen auch auf dem Kopf, auf dem Hinterkopf. Noch hier oben? Also da vor dir. Wie muss ich das denn machen? Linksklick einfach. Was machst du denn? Ich hab Rechtsklick mal gemacht. Aber Rechtsklick wirst du fallen, Linksklick wirst du. Also. Hm. Sehr schön. So, jetzt machen wir mal ein schwieriges Level, dass wir vielleicht auch mal einen grünen Geist kriegen. Schwieriges Level? Ja, komm, dafür, dass wir uns nicht, also dass ich mich zum Beispiel also, nicht verteidige oder so. Schwerer, ja? Und welches? Polizeistation. Kirche. Kirche. Da hat er 10 Bock. Gut. Ja. Da bin ich der Geist. Ja.